Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Betrayer. Und ja, wir haben die letzten Folgen etwas abgekackt, dafür entschuldige ich mich nochmal ganz aufrichtigst. Man muss in solche Indie-Spiele einfach erst immer reinkommen. Weil es ungewohnt, weil es anders ist, aber ich glaube, ich kriege den Dreh mit der Zeit hier so langsam raus. Habe jetzt auch schon deutlich mehr Ahnung, denn schaut mal her, was ich zufällig gefunden habe, was wir ja auch nicht genutzt haben, beziehungsweise ich nicht genutzt habe, es tut mir leid. Wir haben eine Karte und auf der ist sogar alles Wichtige markiert. Das heißt, ich brauche nicht sinnlos irgendwie zu lauschen oder so, sondern ich kann mich echt einfach. Ja, man kann hier etwas effizienter suchen, als ich es getan habe, weil ich bin ja wirklich einfach bloß hier rumgelaufen und hab dann, ja, versucht, hab dann gehofft, dass ich über ein paar Sachen stolpere. Aber es geht auch wirklich einfacher. Man kann auch wirklich dafür sorgen, dass man hier Ziele ein bisschen findet. Hier war jetzt auch irgendwas markiert, ich weiß aber nicht genau, was damit gemeint ist. Vielleicht das hier. Aber da können wir noch nichts machen, weil der Boden zu hart ist. Ja. Und da hinten war auch nochmal so ein Symbol im Fort Heinrich. Das wird dann wahrscheinlich auf den anderen harten Steinboden bezogen sein, richtig? Jawohl, genau. Ja, aber Leute, ey, mit der Karte, das macht es schon so viel einfacher. Und ich hätte gedacht, die Entwickler würden einem hier gar nichts an die Hand geben, um sich ein bisschen das Spiel zu erleichtern, weißt du? Ah, da bin ich schon echt glücklich jetzt. So, jawohl. Ihr wisst ja, ich bin so ein kleiner Kartenfreak. Das ist der einzige Nachteil daran, dass wir jetzt eine Karte haben. Ich werde nämlich konsequent draufschauen. So findet man nämlich auch alle Truhen, wenn alles gut läuft und so weiter. Das ist super. Ich halte jetzt immer schön die Augen offen. Ich will nämlich nicht so enden wie die letzten paar. Ja, paar Versuche meinerseits hier in der Welt Fuß zu fassen. Ich bin ja oft genug gestorben. Das verstehe ich jetzt nicht. Soll denn das sein? Das ist auch ein großer Nachteil, wenn man eine Karte hat. Deswegen macht mir dieses Glöckchengeklingel ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich habe auch keine Lust, groß in die Richtung zu gehen, weil sie das letzte Mal ein interessantes Geräusch untersucht habe. Bin ich etwas. Habe ich etwas verkackt, ne? Ist wahrscheinlich vergraben, oder? Deswegen finde ich das hier nicht. Das könnte eine gute Erklärung sein. Wenn es vergraben ist, dann stößt man da. Ach komm, ich bin ja doof. Die Seite ist damit gemeint. Ach, ja. Seitenfetzen. Mehrere Mitglieder des Rates standen dem Handel mit den Eingeborenen ablehnend gegenüber. Doch ist es meine Auffassung, sie nun von der Notwendigkeit dessen überzeugt zu haben, da wir nicht annehmen können, dass Sir Christopher eine Verfolgungsflotte mit der gebotenen Dringlichkeit ausstatten kann, auf dass sie uns aus England erreiche, ehe wir ihre bedürfen. Ohne Entsatz oder anderweitigen Beistand werden wir umkommen, bevor der Schnee schmilzt. Okay, die Vorräte wurden knapp und man hat sich auf die Eingeborenen letztlich fokussiert, weil man ja ziemlich überzeugt war, dass die Unterstützung seitens der Krone aus England wahrscheinlich etwas später eintreffen wird. So. Und ich versuche nun wirklich meinen Kartengeblinzel einzuschränken. Ich verspreche es euch. Muss halt bloß immer ein bisschen den Überblick hier behalten. Ja, ist echt so schlimm. Vor allem, das hier ist jetzt ja nicht wirklich ein richtiges Horrorspiel. Ihr kennt mich ja noch vielleicht aus Projekten wie Silent Hill oder so. Also wozu jetzt hier auch noch richtig viel Angst dazu kam. Und da habe ich dann wirklich alle 2 Minuten auf die Karte geschaut. Wenn nicht sogar öfter. Also da unten ist wieder so ein komischer Totenpfahl. Das kennen wir inzwischen. Da waren wir einmal, da bin ich gestorben. Also. Ich weiß nicht, ob das so super toll ist, dass da ein neuer ist. 31 Taler schon mal, das ist gut. Wie viele Taler haben wir jetzt insgesamt schon? 350. Ja, das heißt, wir könnten uns vielleicht mal langsam so ein Amulett kaufen.
Wenn es die überhaupt bringen, ich weiß ja nicht, weil diese 5% Zusätze, die waren jetzt nicht so viel, ne? Also es geht eigentlich. Ist jetzt, naja, ist nicht so ein großer Bonus, aber immerhin, ne? Ich denke schon, dass es was bringen würde. Seitenfetzen. Warum hat der Statthalter uns beholfen, jegliche Wertsache und glänzenden Plunder einzusammeln und im Wald zu verstecken, fernab unserer Behausungen? Oh, deswegen finden wir hier die ganze Zeit die Truhen wahrscheinlich, hä? Welchem Zwecke könnte eine solche Maßnahme dienen, außer einzig und allein den Menschen noch weiter zu ermutigen, die bereits verzweifeln, ob des Hungers, der Krankheit und ständiger unspanischer Angriffe? Ja, das ist jetzt interessant. Wieso? Das weiß ich jetzt auch nicht. Also, nur, dass die für uns hier eine Schnitzeljagd veranstalten, ich glaube, das ist nicht der Grund. Komm, ich will da nicht hin. Fall ist in Verderbtheit gewählt. Aber diesmal zumindest keine Gegner. Na, da unten ist er. Wir haben sogar Blickkontakt sofort, Heinrich. Schön, Mensch. Toll, richtig toll. Ja, wir werden den Weg hier einfach ein bisschen weitergehen. Dann werden wir jetzt mal die Schatztruhen da hinten zu Gemüte führen. Oder die Hinweise. Ich weiß auch noch nicht wirklich, was es ist. Weil, ah ja, das könnte ich auch noch kurz zeigen hier auf der Karte. Schau mal, wir können nämlich auch deaktivieren. Truhen und so weiter können wir. Also wir können entweder alle Symbole auf der Karte ausschalten oder einschalten. Und ich finde, das ist ein ziemlich cooles Gimmick. Das gefällt mir. So kann man sich's nämlich so schwer machen, wie man gerne hätte. So ist der Schwierigkeitsgrad ein bisschen individuell anpassbar. Und man kann eben auswählen, ob man wirklich die ganze Welt aufmerksam durchstreifen will. Eine ziemlich bescheuerte Idee fände, weil das ziemlich schwer ist. Nicht erst zu diesem anderen. Na, ah, mal wieder ein Gegner. So, okay. Das Problem ist, ich muss gar nicht zu dem Gegner. Muss eigentlich eher so in die Richtung, ne? Ja. Ach komm, ich kill ihn trotzdem. Ich bin jetzt hoffentlich inzwischen geübter. Jawohl. Schöner Headshot. So lobe ich mir das schon viel mehr. Okay, gut. So, dann ist hier noch irgendwas direkt. Also, so direkt hier irgendwo muss das sein. Das ist natürlich einerseits auch ein bisschen doof. Ich weiß jetzt natürlich, wo ich suchen muss. Aber das ist auf der anderen Seite natürlich ziemlich, ja, mehr was von der Schnitzeljagd, ne? Das Grab trägt keinen Namen, Tagebuch fortgeschrieben. Also es ist schon krass, wie viele Gräber hier rum hier in der Nähe sind, oder? Ja, das muss ich jetzt echt mal sagen. Verrückte Sache. Naja, aber es ist ja schließlich auch unser Wille, beziehungsweise unsere Aufgabe vom Spiel, ist ziemlich wurscht, ob wir das wollen, herauszufinden, was hier vor sich geht, ne? Beziehungsweise was hier vor sich ging. Ja, viele Bewohner sind zu Stein erstarrt, eine komische Frau kann die zu Stein erstarrten Menschen aber interessanterweise nicht sehen. Also, es ist eine sehr interessante Sache. Hab eine Wohr. Wertvoll aussehende, mit Gold besetzte Top-Halskette ausgaben, die sehr gediegen wirkt. Geiler Scheiß. Und in den Stein befinden sich die Überreste einer Frau. Stellen lang dunkles Haar, kleben noch einem verrotteten Schädel. Ein Stirn weist ein Einschussloch auf. Könnte das die Frau sein, die wir suchen? Gucken wir mal. Eine Versorgungsflotte? Da, genau. Ja, genau. Das waren die Aufzeichnungen, die wir gefunden haben. Jawohl. Ja. John Haar. Klinge Händler wurde nicht abgedeutet. Genau. Ja, vielleicht ist es seine Frau? Ich meine, es könnte fast sein, ne? Wir haben diese Halskette. Und wir wissen, dass in den Kopf geschossen wurde. Wir können uns auf jeden Fall mal. Es ist schon noch immer noch markiert, oder? Naja, wobei, ich kann mir natürlich auch merken, dass hier was ist, ne? Das machen wir es einfach so. Das sah an sich komisch aus, aber ich glaube, das liegt hoffentlich nur an der Entfernung. Oh nein!
Das ist ein Form mit ganz vielen Gegnern. Liegt nicht an der Entfernung, das ist wirklich ein Form mit vielen Gegnern. Ist noch eine Truhe, jawohl. Die habe ich sogar mal selber gefunden aus der Entfernung und gesehen vorher. Also da unten, ne? Da sind die. Ja klar, hier. Das ist ein Fort und die Straße führt zu einem neuen Gebiet. Wir kommen ja von da oben, ne? Ja. Oh, nein! Ich bin doch bescheuert. Jetzt bin ich nämlich wieder hier. Das sind so Schnellreisepunkte. Ist aber auch cool, wir können jederzeit sofort Heinrich schnell reisen. Das ist geil. Das ist richtig geil. Also da unten werde ich erstmal nicht hingehen. Und da ist wahrscheinlich auch ein Fort, so viel wieder los ist. Mir ist jetzt ziemlich scheiße, wie viele Forts hier sind. Weil für die Forts muss ich ein bisschen trainierter sein. Aber ich werde auf jeden Fall erstmal hier das normale. Das normale Dings hier, also die normale Welt. 20 Lambungpfeile. Wie viel habe ich gerade? 16. Ich meine, ich habe das Geld. Ich habe das Geld, ne? Ja, dann kaufe ich es mir halt. 15 Pistolenladungen. Nicht genug Geld. Ja, es hat sich erledigt. Von 20, 10 von 10. Jawohl. Ich sollte aber gar nicht so viele mitnehmen immer. So, weil wie wir ja inzwischen wissen, gerade wenn man gegen Gegner kämpft, gegen mehrere Gegner vor allem, findet man eigentlich immer ausreichend Munition. Hat man am Ende mehr als wie man reingekommen ist mit Kohlen. Also, ich glaube, es ist relativ unnötig. Ich überlege jetzt, ob ich vielleicht unseren Kumpel hier, unseren Geist ansprechen soll und sagen soll, dass wir vielleicht seine Frau gefunden haben. Aber das werden wir in der Schattenwelt tun müssen und ich wollte erstmal die Welt normal erkunden, weil die Schattenwelt deutlich schwerer ist, zumindest von dem, was ich bisher hier mitgekriegt habe. Also wir sind, ja okay, wir sind eigentlich öfter in der normalen Welt gestorben, aber die Schattenwelt wirkte sehr schwer, muss ich sagen. Und ich achte jetzt hier auf jeden scheiß roten Sprengler. Ich keinen Bock habe, wieder in irgendeinen Hinterhalt zu laufen. Ich meine, die Schweinsoldaten sind ja echt nicht stark, aber wenn du davon 5 vor die Schnauze gehauen kriegst, dann ist auch was anderes, ne? Als wenn du einen aus dem Hinterhalt attackierst. Jetzt bin ich da mal ein bisschen vorsichtig. Okay, ich gehe mal davon aus, da oben. Ja, ich bin fast da, genau. Ah, da ist wieder was zum Graben. Der Boden ist zu hart. Also wir kriegen auf jeden Fall noch was um diese härteren Böden. So, Kumpel. Geh mal nach Fort Heinrich. Das Arschloch ist hinter uns. Aber ich werde ihn sicher nicht mitten in der Wildnis besiegen. Sondern taktisch neben unserem Lebensfässchen, wenn wir schon direkt hier in der Nähe sind. Zwei gleich. Jawohl. Hehe. Aber gar nicht so wenig Lebenskraft. Ja, natürlich habe ich wieder einige meiner Pfeile verschossen. Ah, naja, 18 von 20 ist auch okay. Ich muss so viel sparsamer damit umgehen, ey. Okay, ich hätte theoretisch wirklich genug Geld, ne? Um mir Pfeile zu kaufen, aber ich will ja nicht mein ganzes Geld bloß für Pfeile raushauen, ne? Deswegen wäre es echt wichtig, wenn ich die wieder einsammle. Beziehungsweise halt zumindest in den Gegner schieße. Und nicht irgendwo hin. Ach, meine Güte. Also ich muss sagen, so langsam finde ich das Spiel ganz angenehm. Wie gesagt, man musste sich am Anfang echt reinfinden. Man hatte überhaupt keine. Also ich persönlich hatte nicht wirklich eine Ahnung, wie ich hier zu spielen habe. Und was mich erwartet. Von hier oben hätten wir die wahrscheinlich auch ganz gut. Oh, perfekt sogar hätten wir die von hier oben angreifen können. Und dann immer hier in Schatten, in Schutz gehen. Bisschen Deckung suchen. Ja, wir können natürlich auch dieses Fort hier zur Verteidigung nutzen, ne? Ich meine, hier steht nicht umsonst ein Lebensfässchen. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Hier haben wir echt die beste Ausgangslage für mehrere Gegner und Belagerungen und so weiter. Das ist toll, das ist echt toll. Oh, wir haben inzwischen.
Katis? Nee, das war kein Gegner, der da. Jawohl. Wir haben inzwischen übrigens sogar eine gewöhnliche Pistole, das ist super. Schaden 75. Reichweite ist ja gering, langsam, langsam. Geil! Geil! Dann kaufe ich sofort die mangelhafte. Das ist ja echt toll. Ah ne, wir können ja, wir müssen ja, glaube ich, im Inventar sogar verkaufen, kann das sein? Ja, genau. Jawohl. Auf zwei gewöhnliche Pistole. Naja, sieht jetzt nicht anders aus, aber. Haben wir inzwischen vielleicht genug Geld für den gewöhnlichen Langbogen? Nee. Das ist das erste, auf worauf ich jetzt spare. Der gewöhnliche Langbogen, natürlich doch. Also Leute, freut mich, dass ihr dabei wart. Komm langsam ins Spiel rein. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit mir. Wir werden jetzt diese Welt noch weiter erkunden. Die Karte gibt uns da ja tolle Hilfen, um nicht ganz aufgeschmissen zu sein. Bis zur nächsten Folge. Freut mich, dass ihr dabei wart. Ciao, Leute.